Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge LS, nein, Shipguardian. Ja, Shipguardian, nicht LS, jetzt wollte ich schon LS sagen, bra. Ja, Shipguardian, es geht weiter. Wir sind jetzt hier hinten am Heck des Schiffs und machen da bisschen Action, die Folge noch. Schauen wir mal, was wir schaffen, aber ich denke, wir schon. Schaffen wir irgendwas? Das denke ich schon. Wir müssen jetzt hier das. Kann man die auch. Oh, das wird zu geil. Machen jetzt hier erstmal hier vorne ein bisschen das Zeug weg. Dann gehen wir gleich mal hinten ums Eck rum. Zack, zack, zack. In der letzten Folge haben wir das Deck fertig gemacht. Heißt vorne und das Deck ist fertig. Jetzt machen wir hier hinten noch. Und dann geht es auch schon wieder ins Innere. Es geht ja eigentlich hier Schlag auf Schlag. Wie viele Folgen sind wir jetzt schon hier auf dem Boot? Noch nicht so viele, oder? Vielleicht 2, 3, 4. Ist es jetzt die vierte oder die fünfte Folge auf dem Boot? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich weiß es gar nicht, Freunde. Naja, 25% haben wir jetzt demnächst erreicht. Das heißt, die Hälfte, die Hälfte, ja genau, ein Viertel ist weg. Das heißt, es ist noch genauso viel, noch dreimal. Aber das geht ja dann relativ schnell, weil unten am Motor sprengen wir ja die meisten Sachen wieder weg. Klar, am Rand ist nochmal viel. Links und rechts, wenn wir da die Wand rausreißen müssen. Das werden wir wahrscheinlich machen, wenn wir hier fertig sind. Bevor wir nach innen gehen, machen wir dann die Wände außen links und rechts weg. Das ist dann pro Seite nochmal eine Folge wahrscheinlich. Schauen wir mal. Jetzt sind wir hier erstmal fleißigst am Tour machen hier an der Seite oder an den Seiten. Machen hier das Ding noch weg. Zack, bam, 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 zack, weg, weg, weg. Radadadada, boom, boom, boom. Ja, ich habe doch keine Ahnung, Freunde. Es ist jetzt die vierte Folge, die ich am Stück aufnehme. Und die Gesprächsthemen waren schon an der Folge Nummer 2 weg, Freunde. Ja. So ist es hier. Jetzt gehen wir mal da drüben noch gucken. Da drüben müssen wir auch noch ein paar Sachen wegmachen. Erstmal das weg. Zack. Dann ist das hier vorne schon leer. Die Seiten eigentlich auch und dann geht es gleich dahinter. Und dann sind wir damit auch schon fertig. Dann geht es noch dieses eine Stückchen nach unten. Denkt, es wäre in der Folge, ist das irgendwie machbar, habe ich so ein bisschen im Gefühl, nicht viel, ein bisschen. Ja, das ist da noch. Hier an der Wand hängt auch noch so ein Ding. Toll. Diese Lampe da wegmachen. Herrlich. So.
die Halterung noch. Perfekto, und dann ist der schon mal ready. Ah ne, hier ist noch was. Und dann geht's einmal noch nach unten. Perfekt, 25% sind übrigens auch schon erreicht. Besser kann es nicht laufen. Jetzt geht es hier natürlich noch weiter. Das könnte man die Folge auch noch schaffen. Das wäre auf jeden Fall cool. Weil dann machen wir erstmal das Haus hier noch leer. Und dann geht es an die Seiten. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal ganz entspannt außen. Dass wir schön eins nach dem anderen hier systematisch auseinandernehmen. Ja, langsam werden auch die Inventare voll. Das heißt, wir rushen einmal vor zur Mauer und leeren unser Inventar aus. Sonst können wir hier nicht mehr viel weitermachen, ne? Zack. Wieder zurück nach hinten. Und dann buffen wir den Rest hier gar weg. Hilft ja alles nicht. Wäre auf jeden Fall ganz nice, wenn wir das noch die Folge schaffen würden. Das wäre richtig, richtig cool. Und dann können wir endlich nächste Folge ins Innere gehen. Uiuiui, da kam noch viel raus, Glücksbeute. Immerhin wird es jetzt wieder hell. Das ist doch wunderschön. Wir sehen wieder was. Bin gerade überlegen, ob wir Sonntag nicht einfach Shipguardiard machen. Bin ich noch am überlegen? Vielleicht machen wir das. Da ist die Eingangstür. Cool.
So, zack, zack, zack. Wir nähern uns dem Ende der Folge. Weil, was heißt, wir nähern uns dem Ende der Folge? Wir haben noch 5 Minuten Zeit. 5 Minuten ist noch viel passiert, Freunde. Wir haben auch noch eine Zeit, ne? Sehe ich gerade. Das meiste ist weg. Heißt auf jeden Fall, das Ziel, was wir haben, können wir locker flockig erreichen. Zack. Dann ballern wir noch dieses Zeug von. Ach so, hier ist noch. Ja, komm, ballern wir uns erstmal das Zeug von der Wand noch gar weg. Und dann schauen wir mal, ob wir es da vorne noch machen oder nicht. Erstmal ganz entspannt das hier noch weg. Noch ein bisschen was zu machen. Ich frage mich tatsächlich, warum die eine Heizung draußen hängen haben. So, perfekto. Dann ist das fertig. Herrlich. Den ganzen Kupfer hier noch einsammeln. So, das da noch und dann sind wir fertig und dann haben wir alles geschafft, was wir in die Folge schaffen wollten. Das finde ich so geil, wenn was funktioniert. So,
Edel, perfekt. So, nächste Folge machen wir dann da drin weiter und dann geht's noch nach an die Seiten und dann geht's ins große Innere. Ja. Dann mache ich noch ein bisschen die Schatzkisten auf. Hier ist nochmal eine fette Schatzkiste. Ah, da ist eigentlich nichts Fettes drin. Noch irgendwas, da noch eine kleine. Da ist noch einer. Die kloppen wir einfach vom Tisch runter. Da kam schon mal nichts raus. Da auch nicht. Gut. Doch. Ne, das kam aus dem Tisch. Gut, Freunde, würde ich sagen, wenn es gefallen hat, like mal in den Kommentaren, ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Peace out.